Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Bundesligaspiel zwischen RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg. Ich begrüße ganz herzlich die beiden Cheftrainer und wie üblich hat der Gast das erste Wort. Herr Labbadia, Ihr Fazit zum Spiel bitte. Ja, erstmal Glückwunsch, Ralf und dir und deiner Mannschaft zum Sieg. Wir sind gut reingekommen, fand ich, so die erste Viertelstunde und haben dann eigentlich ja, so ein untypisches Tor von RB bekommen. Haben dann relativ schnell auch das 2-0 kassiert, haben da echt ein bisschen gebraucht, um wieder ins Spiel zu finden. Ich finde, haben dann vor der Halbzeit haben wir wieder mehr das Spiel in den Griff bekommen, indem wir auch diese Zwitterbälle mehr gewonnen haben. Und haben uns in der Halbzeit im Grunde vorgenommen, zu gucken, dass wir das 2-1 machen, weil wir das Gefühl gehabt haben, dass es dann schon hätte ein bisschen brennen können. Und sind dann volles Risiko gegangen, haben alles nach vorne geworfen. Da hat uns einfach das 2-1 gefehlt. Da waren ein paar Möglichkeiten da. Dass wir dann auch in den einen oder anderen Konter reinlaufen, das ist klar bei der Qualität von RB, bei den schnellen Leuten, das war uns klar. Aber wir wollten einfach nicht uns mit dem 2-0 irgendwo begnügen, sondern wollten versuchen, das 2-1 zu machen, um dann wirklich nochmal alles nach vorne zu werfen. Das ist uns nicht gelungen, deswegen müssen wir akzeptieren, dass wir einfach gegen einen sehr, sehr guten Gegner heute das Spiel verloren haben. Und es ist schade, die Mannschaft hat alles gegeben, das hat man gesehen, wir haben nie aufgegeben. Ja, das muss man dann, finde ich, auch mal akzeptieren, dass der Gegner das einfach sehr, sehr gut gemacht hat. Danke. Vielen Dank. Dann gebe ich das Wort direkt weiter an dich und deine Einschätzung. Ja, zunächst mal danke, Bruno. Ich finde, dass es ein absolutes Top-Spiel war heute von beiden Mannschaften. Ich bin mit dem Auftritt meiner Mannschaft heute wirklich sehr zufrieden. Was wir heute mit und gegen den Ball gespielt haben, war wirklich richtig gut. Wir haben eine sehr offensive Aufstellung gewählt, ähnlich wie in der zweiten Halbzeit in Leverkusen mit Kevin Campbell als zentralem Sechser und mit Emil Forsberg und Sabi auf der Achterposition. Viel offensiver aufstellen geht nicht und dafür hat die Mannschaft es trotzdem sehr ausgewogen hingekriegt, die Mischung aus Spiel gegen den Ball und dem, was wir offensiv gemacht haben. Und von daher, ja, muss ich sagen, bin ich wirklich heute mit dem Auftritt sehr zufrieden. Und ja, klar, gab es dann auch die ein oder andere Situation, die ein bisschen brenzlig war. Gegen die Qualität von Wolfsburg ist es nicht zu vermeiden, dass du gar keine Torchance zulässt. Aber wenn wir mal ehrlich sind, konnte sich, glaube ich, Wolfsburg in der zweiten Halbzeit beim Torwart bedanken, weil sonst wären hier sicherlich noch deutlich mehr Tore drin gewesen für uns, weil was wir noch an glasklaren Möglichkeiten hatten. Wir haben sie klasse rausgespielt. Aber der Torwart hat in 3-4 Situationen einfach auch fantastisch gehalten. Und von daher sind wir heute wirklich insgesamt rundum zufrieden. Wir haben wieder zu Null gespielt und freuen uns jetzt auf eine gute Vorbereitungswoche, Trainingswoche und ein ganz, ganz wichtiges Spiel am Samstag in Gladbach. Vielen Dank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Dann wie immer kurzes Handzeichen für das Mikrofon. Dann Ladies first. Jessica Libertz. Ja, also gibt ja Dinge, die erlebt man auch zum ersten Mal. Also bei mir 15 Jahre Field Reporter. Mich hat sozusagen das eigene Halbzeitinterview überholt mit Oliver Minzlaff. Da habe ich nach Timo Werner gefragt und der Zukunft. Und meiner Ansicht nach hat er keinen neuen Standpreis gegeben. Die Kollegen haben dann aber geschrieben, dass es wohl das erste Mal war, dass er durchblicken gelassen hätte, dass der seinen bis 2020 laufenden Vertrag nicht verlängern würde. Ich war, wie gesagt, der Meinung, das war kein neuer Stand, wurde aber dann anscheinend eines Besseren belehrt. Frage also nochmal hier offiziell nach, ob es einen neuen Stand gibt. Also ich weiß nichts von einem neuen Stand. Wenn ich aber ganz ehrlich bin, ich habe das ja schon mehrmals gesagt, ist es im Moment für mich auch nicht von ganz großer Bedeutung. Mich interessiert vielmehr die Formkurve von Timo und die zeigt in den letzten Wochen deutlich nach oben. Für mich hat Timo auch heute ein richtig gutes Spiel gemacht, nicht nur weil er ein Tor geschossen hat, sondern auch wie er insgesamt sich präsentiert hat, auch körperlich. Er war an vielen gefährlichen Aktionen nach vorne dabei, hat aber auch viele Balleroberungen mit unterstützt. Und von daher bin ich im Moment zu 100% in der Trainerrolle und deswegen interessiert mich nicht, was in 6-7 Wochen mit seinem Vertrag passiert, sondern mich interessiert, wie Timo am Samstag jetzt wieder in Gladbach spielt. Und im Moment bin ich mit der Entwicklung auch seiner Formkurve deutlich, bin ich sehr zufrieden. Aber dann nur abschließend, Sie sehen aber trotzdem, gibt es noch Chancen für die Fans zum Hoffen?
Das kann ich nicht beantworten. Ja. Ich kann nicht in eine Glaskugel schauen. Aber nochmal, es ist im Moment überhaupt nicht wichtig. Das ist, glaube ich, ich habe das Gefühl, dass das gerade für die mediale Öffentlichkeit wichtiger ist als für uns. Für uns ist es entscheidend, dass wir die Champions League-Qualifikation schaffen, uns womöglich fürs Pokalfinale qualifizieren und alles andere. Für alles andere ist dann Zeit am Ende der Saison. Stefan Krause? Frage ging auch eigentlich in die Richtung, aber noch eine andere Frage, Herr Rangnick, was kann jetzt Ihre Mannschaft denn eigentlich noch stoppen auf dem Weg in die Champions League? Macht so einen gefestigten Eindruck, so ja, Spaß und spielfreudig, was denken Sie, wer kann Ihnen da noch Knüppel zwischen die Beine legen? Ja, wir machen uns ja keine Gedanken, wer uns stoppen kann. Wir machen uns Gedanken, wie wir das nächste Spiel gewinnen können und alles andere ist unwichtig. Und so wie im Moment gerade ja, die Jungs drauf sind, wie sie sich präsentieren, wie sie auch Widerstände überwinden, bin ich zuversichtlich, dass wir eher sogar noch die Leistung weiter steigern können in den nächsten Wochen. Wir kriegen immer mehr Spieler zurück. Ich hoffe, dass jetzt nächste Woche Yusuf Paulsen wieder einsteigen kann ins Training. Das Gleiche gilt für Tyler Adams. Und wenn die beiden dann auch noch wieder zur Verfügung stehen, dann haben wir natürlich noch mehr die Qual der Wahl. Aber es gab auch schon Phasen in der Saison, wo das anders war. Und deswegen, wenn ich mir anschaue, was wir auch heute auf der Bank hatten, was wir nachlegen können zurzeit, da bin ich schon auch zuversichtlich, dass wir das jetzt auch bis zum Ende der Saison so durchziehen. Ja, Stefan Krause nochmal. Dann kurz mal eine Nachfrage. Sind Sie dann vielleicht ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, fast ein bisschen ärgerlich, dass nur noch 5 Spieltage auf dem Programm stehen, auch mit dem Blick nach oben, dass man, wenn Sie sagen, die Leistungen können sogar noch gesteigert werden, dass wir vielleicht sogar nochmal hätten ganz oben angreifen können? Also zunächst mal hoffen wir, dass wir nicht nur 5, sondern noch 7 Spiele haben in der Saison mit Pokal und oben angreifen, glaube ich nicht, dass das realistisch ist. Rein rechnerisch ist es zwar vielleicht noch möglich, aber dazu müssten heute Abend Dortmund und morgen Bayern verlieren, damit dann tatsächlich vielleicht noch rein rechnerisch was möglich ist. Aber dahin schielen wir nicht, sondern für uns ist entscheidend, dass wir die Champions League-Qualifikation schaffen, direkt, möglichst auch als Dritter am Schluss abschneiden und dass wir, wenn irgend möglich, im Pokalfinale in Berlin dabei sind. Anton Zirk. Sie haben gerade angesprochen, dass Sie zuversichtlich sind, dass die Mannschaft noch bessere Leistungen bringen könnte. Sie hat jetzt 13 Pflichtspiele umgeschlagen. Vielleicht können Sie das kurz präzisieren, wo Sie denn noch Verbesserungsbedarf sehen im Moment. Nein, ich habe gesagt, dass die Mannschaft im Moment eine deutlich, fast mit jedem Spiel steigende Formkurve zeigt und auch einzelne Spieler, wenn ich Emil Forsberg beispielsweise mir anschaue oder auch Kevin Campbell, die sind beide im Moment auch frei von irgendwelchen Zipperlein oder Verletzungsproblemen und dann sieht man einfach, was das für Qualitätsspieler sind. Das sind einfach Spieler, die dann auch durch ihre eigene Leistung wieder die Leistung der anderen potenzieren. Und das merkt man einfach. Es gab Phasen in der Saison, wo das eben noch nicht so war. Und dadurch, dass das jetzt aber so ist und wenn jetzt noch ein Yusuf und vielleicht ein Tyler noch zusätzlich dazukommen, dann hebt das natürlich auch unser Trainingsniveau und dann haben wieder alle anderen auch was davon. Gibt es noch weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann wünschen wir Ihnen allen und insbesondere natürlich unseren Gästen eine gute Heimreise. Dankeschön. Dankeschön.